drei Tage. Wir haben richtig gut gefangen. Scheiße, schaut der Fisch geil aus. Leck mich am Arsch. So, Sportsfreunde. Drei Tage haben Sebo, Andi und ich uns Zeit genommen, um hier am wunderschönen Steineweiler Weiher in Bayern gelegen ein paar Unboxings und Reviews zu filmen. Das macht der Kameramann, wenn es Action gibt. Ja. Und David, gehen wir noch ein Stückchen zurück oder auf die Seite. Neben dem Filmen und Fotografieren hat es natürlich auch hin und wieder gebissen. Was als letztes gebissen hat, ein richtig schöner Spiegler, schauen wir uns jetzt mal an. Da ist der Kollege, richtig schöner Spiegler. Vor wenigen Minuten abgelaufen. Hammer. Professionell aus. Ja, wir sitzen hier am Steineweiler Weiher. Das ist ein Pachtgewässer von der Angelzentrale Herrieden. Und dadurch, dass die Angelzentrale hier ihr Auge drauf hat, sind ja auch echt richtig coole und richtig schöne Fische drin. Zeile haben wir schon gefangen, Fully Scales haben wir gefangen, richtig coole Schuppis haben wir gefangen und ich bin gespannt, was hier noch kommt. Ja, wir hatten ja jetzt 6 Routen zur Verfügung und gleich am Anfang stand eigentlich fest, dass wir versuchen wollten, möglichst viel Wasserfläche abzudecken. Dementsprechend haben wir hier strategisch unsere Routen verteilt. 2 Routen haben wir hier rechts in dieser Bucht drin, 2 hatten wir zentral im Hauptkörper und 2 hier im linkeren Bereich. Und das ist ganz interessant, am ersten Tag hatten wir auf der linken Seite direkt, ich weiß gar nicht, 3 oder 4 Fische. Und heute Nacht sind die Fische dann irgendwie rübergezogen in den Seebereich und jetzt konzentriert sich eigentlich alles auf die 2 Routen, die hier rechts von mir liegen. Und wir sind aber trotzdem guter Dinge, dass die Fische auch den zentralen Seekörper aufsuchen werden und haben hier auch jetzt in der dritten Nacht noch Routen positioniert. Und da bin ich natürlich mal gespannt, was da abgeht. Hammer. Petri, Alter. Schöne Schleie. Nächster Fisch im Drill. Und diesmal ganz interessantes Szenario. Und zwar zieht der Fisch ins Freiwasser. Ein Großteil der Fische ist ja immer ein Schilf gezogen. Ich bin natürlich mal gespannt, was wir dran haben. Da ist der nächste kleine Kämpfer. Und die Schuppis haben hier, obwohl sie nicht groß sind, echt jede Menge Power. So, Sportsfreunde, der zweite Tag neigt sich dem Ende. Im Hintergrund brutzelt feinstes Fleisch auf die Scotty Grills. David schnippelt noch einen Salat zurecht.
Ausbeute von heute war sehr gut. Könnte besser sein, aber 4 Karpfen, eine Handvoll Schleien, einen Aaland und einen Hecht. Genau genommen eine Halbhechte, weil der dann noch einen anderen Hecht im Schlund. Und jetzt schauen wir mal, was die Nacht noch so bringt, der Abend noch so bringt und vor allem der nächste Morgen. Ja, Mann! So, gerade beim Abendessen ist der geile Schuppi für mich abgelaufen. Die Route lag seit 8 Stunden in der Bucht regungslos. Jetzt in den Abendstunden. Und der Kollege hier. Mega geil, bin mega happy. Freue mich auf die letzte Nacht. Strumpfwechsler. Sei dir gedankt, Sebo. Moment. Steig rein mit deinen großen Füßen. Ich helfe dir schwer, damit du nicht umfällst. Ist ja nett. Weil ich habe gehört, was ist jetzt mit der Stabilität, ne? Mit der Stabilität. Gleichgewicht. Mal gucken. Yoga ist für dich ein Müsli, ne? Geht jetzt wieder ohne Kescher los, ne? Denkt er wieder nicht dran. Hat er keinen Kescher dabei. Rennt einfach weg. Nein! War ein guter Fisch, glaube ich. Naja. Nice. Jawohl, Andi. Ja. Nächstes Schuppi-Brett. Richtig geil. Mega Power gehabt. Kurz eingenickt. Und da hat er mich mit dem Vollrun aufgeweckt. Sehr geil. Schöner Wecker. Schöner Wecker, ja. Das macht der Kameramann, wenn es Action gibt. Ja, ja, ja. Ist es einer? Juhu!
Scheiße, schaut der Fisch geil aus. Leck mich am Arsch. Zeiler sind geiler. Unser Besuch am Hausgewässer der Angelzentrale neigt sich dem Ende zu. 3 Tage, 3 Nächte liegen hinter uns. Wir haben echt gut gefangen. Schleien, Karpfen viele, in jeglicher Form. Hechte, Aalern haben wir noch gefangen. War noch extrem produktiv, Andi. Ja, gut Unboxings gedreht, Reviews gedreht. Der erste Tag war durchzogen von Dreharbeiten. Genau. Sehr, sehr viel gemacht. Ja. Und dann haben wir uns jetzt quasi die letzten 2 Tage Zeit genommen, uns unsere Session hier nur so ein bisschen einzufangen, oder? Genau, ja. Und das war alles sehr rund, sehr schön, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Der Morgen war nochmal super, schöne Fische gefangen, ja. Heute gut gebissen. Ja, definitiv. Jetzt geht es dann so langsam wieder ans Zampacken. Ja. Sind auch wieder vielleicht läuft noch einer, vielleicht haben wir noch Glück. Ja, auf jeden Fall. Abschlussfisch? Möglich ist es auf jeden Fall, so wie es die letzten Stunden war. Definitiv, ja. Sind auch ein paar andere Angler schon gekommen, ein paar Locals sind auch schon am See. Das lange Wochenende nutzen. Ja. Genau. Und wir hauen jetzt quasi ab und Machen uns auf den Weg. Auf die Socken. Let's go. Jetzt fetz. Mach's euch.